Willkommen zum Frequent Traveler TV heute Abend. Aus aktuellem Anlass hätte ich was gesagt, weil Lufthansa wieder uns mit Änderungen beglückt. Diesmal nicht beim Catering, was ja unschön war, sondern beim Loungezugang. Also etwas, was uns Statusinhabern wehtut und wo wir sagen, hey, das ist etwas, das geht uns kontor. Im Prinzip betrifft es den, der den Status hat, gar nicht. Es gilt insbesondere für die Gäste, die man mitnimmt. Wir erinnern uns an die guten alten Zeiten als Horn Circle. Da durfte man, wenn man eine Swiss Horn Circle Karte hatte, und das war auch der Grund, warum ich mich damals dann in der Schweiz angemeldet hatte, in Zürich in die Lounge, auch wenn man keinen Flug mit der Lufthansa-Gruppe oder mit der Starlines hatte. Das heißt also, man durfte mit jedem Ticket rein, mit EasyJet, egal was. Also man konnte in die Horn Circle Lounge rein. Das ging nicht mit der Auer-gebrandeten, Lot-gebrandeten oder Lufthansa-gebrandeten. Das ging wirklich nur mit der von der Swiss. Ist aber dann auch relativ schnell von der Lufthansa eingestellt worden, als man das festgestellt hatte. So, dann hat man natürlich fest das auch geändert für Horn Circle, dass man dort nur noch Leute mitnehmen durfte, die mit einem auf dem Flug waren. Dann war der letzte Resort natürlich, okay, dann gehen wir halt in die Senator Lounge oder fragt höflich nach. Manchmal ging es, musste dann auch hoch und heilig versprechen, schwöre, mein Gast, den ich mitgenommen habe, geht dann raus, wenn ich auch rausgehe. Jetzt hat man aber bei der Senator Lounge dasselbige vor. Das heißt also, ab März soll es soweit sein. Nee, Mai. März war das mit der Änderung mit dem Essen, mit dem Buy on Board. Jetzt soll es so sein, ich blende euch einfach mal den Text ein. Und zwar der Text ist da ganz knallhart und der ist auf der App erschienen. Das heißt also, es ist jetzt nicht wirklich es ist nicht wirklich offiziell, aber wenn in der App irgendwas steht, dann ist das meistens so, dass das ein Glitch ist, der dann vorher, irgendwie halt nicht kommuniziert wurde, aber das Ding ist zu früh raus. Also, und da muss man halt gucken, ob Geschäftspartner oder Familienmitglied, Horn Circle Member, Senator oder Starlines Goldgäste können weiter Begleitpersonen entsprechend der geltenden Regeln in die Lufthansa Group Lounges und Starlines Lounges weltweit mitnehmen. Ab 3. Mai 2021 muss diese Begleitung auf demselben Flug reisen. Information ist in der Miles & More App stehend. Das heißt also, so wie es heute halt ist, ich habe einen Kollegen, der fliegt von, nehmen wir einfach mal Frankfurt, er fliegt von Frankfurt nach Tokio, ich fliege von Frankfurt aus nach Berlin. Und dann würde man in die Senator Lounge gehen, wobei der Kollege, der nach Tokio fliegt, in der Economy Class fliegt, keinen Lounge-Zugang hätte. Dann würde ich ihn mitnehmen in die Senator Lounge. Wir wären beide happy, wir könnten uns unterhalten, könnten miteinander reden. Aber da er mit mir nicht nach Berlin mehr fliegt, dürfte er nach der neuen Regelung ab Mai, 3. Mai, nicht mehr mit in die Lounge kommen. Das wäre natürlich komplett Banane. Oder aber, sagen wir mal so, die Frau fliegt woanders hin, wo man selber hinfliegt, die Freundin, egal wer. Also das heißt, es würde jetzt alle betreffen. Das ist natürlich etwas suboptimal. Lasst es mich doch in den Kommentaren unten wissen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ist das für euch eine Verschlechterung, eine Verbesserung? Weil man kann das auch positiv sehen. Und ich werde euch gleich auch erzählen, ob ich das positiv oder negativ sehe, weil ich jetzt gerade relativ negativ drüber gesprochen habe. Weil die Senator Lounge ist doch relativ voll. Das heißt also, dass die Lounge zu Spitzenzeiten da sehr viele Gäste drin hat. Und es gab ja auch Zeiten, wo es Schlangen davor gab. Jetzt in Covid natürlich, wenn nicht alle Lounges offen sind, dann gibt es natürlich auch Schlangen. Also insofern ist das vielleicht eine Verbesserung, dass wirklich nur noch Leute rein dürfen, die da rein gehören. Und haben eigentlich auch jetzt davon, ob man da verzehren darf, im Moment nicht. Aber ich glaube, wenn man die Strategie von der Lufthansa sich anguckt, dann ist es wirklich so, dass man dem eigenen Status mehr Value geben möchte. Und ich weiß nicht, ob man dem damit einen höheren Value gibt. Jetzt müssen wir uns das Ganze aber gucken. Lufthansa ist ja nicht alleine im Orbit, sondern steht ja auch immer schön brav an der Lounge dran. Starlines Gold. So, die Starlines-Regeln sagt aber noch was anderes. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Starlines-Member-Airline SAS gesammelt habe und ich bin da ein Diamond oder aber ein Gold bei SAS-Euro-Bonus, dann wäre ich ja ein Starlines-Gold. Da dürfte ich immer noch den Gast mitnehmen, auch wenn er nicht auf meinem Flugbrett ist, weil das ist die Starlines-Regelung. Also insofern
ist das in meinen Augen noch nicht durchdacht, beziehungsweise noch nicht durch alle Instanzen vielleicht auch nur durchdekliniert. Also insofern müssen wir doch einfach mal schauen, inwieweit es bei der Lounge-Zugangsregelung bei der Starlines da vielleicht noch eine Anpassung gibt. Oder die Lufthansa hat eventuell auch nur, ich weiß es nicht, vielleicht haben die sich Gedanken gemacht, wir wollen es ändern, gucken uns, wie das aussieht. Vielleicht haben wir die App schon geändert, damit man das auch mal nachlesen kann, damit man es visualisieren kann. Hey, so sieht es in der App aus. Ja, glaube ich eher nicht. Also wie gesagt, es ist noch ein bisschen Zeit bis Mai. Wir haben ja jetzt gerade Dezember, das heißt, es ist ja fast noch wie viele Monate? Wir haben Dezember, das heißt also Januar, Februar, März, April, Mai. Also es ist über 5 Monate, fast 6 Monate vorher kommuniziert. Und das ist natürlich auch etwas, was in meinen Augen problematisch ist, ist, dass das so kommt, wenn es dann bei der Starlines ausgehebelt wird. Und das wäre in meinen Augen sehr schade, dass man dann natürlich die eigenen Gäste benachteiligen würde. Was aber nicht heißt, ob es vielleicht nicht so wird, dass man sagt, hey, die Starlines Gold Lounges wären vielleicht die Business Class Lounges. Das ist ja bei anderen Fluggesellschaften auch so, dass man natürlich nicht in die bessere Lounge kommt, sondern man kommt halt in die sogenannte Business Class Lounge, die dann die Starlines Gold Lounge ist. Und somit ist das vielleicht auch eine Strategie, ich weiß es nicht. Also Lufthansa macht ja auch angeblich Geld damit, dass sie, wenn sie Leute von anderen Fluggesellschaften reinlassen, dass diese Geld bezahlen, also die Fluggesellschaften für die Gäste. Beispiel, ich habe ein Lufthansa-Ticket, dürfte aber mit meinem Economy-Ticket nicht in Lounge, weil ich keinen Lufthansa-Status habe, habe aber einen Starlines-Lounge-Zugang über meine, ich nehme wieder SAS, Euro-Bonus, und würde dann in Lounge gehen, dann müsste SAS an Lufthansa zahlen. Also das ist eine Einnahmequelle. Also insofern, vielleicht ist das vom Gedankengang her mit der Business Class Lounge ausgenommen, weil man damit trotzdem das Geld einnehmen kann, weniger Raum zur Verfügung und wegnimmt von den Senatoren. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube aber im Moment ist die Strategie bei der Lufthansa eh, dass man die eigenen Leute stärken will, weil wenn man sich nochmal die Änderungen, die eigentlich ja nächstes Jahr kommen sollten, in 2021 mit den neuen Meilen sammeln, dann will man wirklich das eigene Metall wieder etwas höher bewerten. Das heißt also, man möchte den Senator an Leute geben, die den Status bei der Lufthansa erflogen haben. Deshalb hat man ja auch die Regelung, dass man mindestens 50% beim FDL oder beim Senator auf Lufthansa Group fliegen muss. LOT natürlich mit eingeschlossen und die anderen beiden sind auch noch dabei, die Croatian und ich kriege es jetzt gerade den Namen nicht zusammen, Air Dolomiti, glaube ich. Also auf jeden Fall mehr Lufthansa fliegt und Miles More fliegt, dass man das verbessert. Und damit wird also auch wirklich Loyalität belohnt. Und vielleicht ist diese Loyalitätsbelohnung auch dahingehend, dass man die Senator Lounge entvölkert von Leuten, die eigentlich im erweiterten Sinne da nicht rein dürfen oder rein sollten. So viele, viele Gedanken, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und ich hoffe auch, dass ihr mir wirklich unten in den Shownotes reinschreibt, was ihr davon haltet. Ich werde darauf wie immer wieder eingehen. Also, was ist eure Meinung dazu? Ist es wirklich so, dass es einfach nur eine Verschlechterung ist? Oder ist es so wirklich so, dass die Lufthansa einfach nur eine Verbesserung von uns für uns erreichen möchte, wenn wir den Senatorstatus haben und wir haben es nur noch nicht verstanden? Ich persönlich tendiere in der Tat dazu, dass der Senatorstatus von der Lufthansa höherwertig gestellt werden soll. Ob es durch das Entleeren der Lounge bessere Möglichkeiten gegeben hätte. Das heißt also, dass man die Starlines Gold einfach nur in die Business Lounges abgeschoben hätte und damit die Senator Lounge schon alleine entleert hätte und die Leute hätten dann trotzdem ihren Gast mitnehmen können. Das wäre vielleicht besser gewesen. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon öfters passiert, dass Leute einen ja auch schon auf einem Gang vor der Lounge angesprochen haben. Ich bin ja selbst vor der Hornsdale Lounge angesprochen worden. Hey, nimmst du mich mit? Und da wurde ja auch Geld geboten. Ich habe das dann abgelehnt, weil ich nicht kannte. Wenn ich Leute kannte, habe ich natürlich mit den Horn Circle Lounge genommen. Aber genauso ist bei der Senator Lounge. Ich hatte das heute auch diskutiert in unserer Vielflieger-Gruppe. Wir haben ja eine neue Gruppe, das ist die Vielflieger VIP Lounge. Und da wurde dann halt auch gesagt, dass jemand schon angesprochen worden sei und ihm 10 Euro geboten worden sind, um in die Senator Lounge zu kommen. Also,
Ich freue mich, wenn ihr mir einfach sagt, was ihr dazu denkt. Ich persönlich tendiere dazu, dass es eine Verbesserung ist. Also alles Weitere dann in den Shownotes unten. Ich danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge von Frequent Traveler TV dabei seid. Und ja, einfach mich unterstützt durchschauen. Also bis dann. Ciao.